Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns beim Santos TV. Ich zeige euch heute was über Gussprodukte, die wir führen. Erstmal zu Guss. Warum Guss? Guss kannst du in jeder Form irgendwie gießen. Du kannst verschiedene Produkte damit herstellen, speichert unheimlich gut die Hitze und ist unheimlich gleichmäßig. Deswegen arbeite ich persönlich sehr, sehr gerne damit. Wir haben verschiedenste Ausführungen, unter anderem hier ganz, ganz klassisch den Dutch Oven. Den gibt es in verschiedenen Größen. Und wenn du mal schaust, das ist richtig schweres Material, sprich, wenn das Ding einmal heiß ist, mit Kohlen oben und unten schafft das Ding 500, 600 Grad. Wir haben es mal gemessen, da kannst du richtig schöne Aufläufe drin machen. Ein Bud Spencer Eintopf irgendwie mit Speck, mit Bohnen, mit Zwiebeln. Du hast die Möglichkeit, hier, da hast du eine Nase und hier hast du eine Nase, ein Thermometer reinzustecken. Schichtfleisch kannst du darin machen. Schichtfleisch kannst du darin machen. Macht unheimlich viel, viel Spaß. Dann haben wir hier unter anderem einen Breiter für wirklich einen richtigen Schmorbraten zu machen über einen langen Zeitraum. Hier die Möglichkeit mit der Riffelfläche da schöne Röstaromen eventuell dran zu bekommen, um damit zu braten. Ja, es geht weiter. Eine normale Bratpfanne, ja, einmal in rund quasi, um dein Steak zu machen, ein bisschen Grillgemüse, vielleicht eine Gamba-Pfanne zu machen, wo du Spaghettis nachher noch drunter ziehst und das dann einfach so auf den Tisch stellst. Sieht toll aus und hat eine wunderbare Hitzeverteilung. Immer ein Gag für die Pens, für die Kinder. Waffeleisen, einmal in rund und einmal in eckig, das macht einen Riesenspaß. Nicht nur für Feuer, beziehungsweise nicht nur für Kohle, sondern auch gerne im Gasgrill kann man damit hervorragende Waffeln machen und die Kinder haben ihren Spaß. Mein persönliches Lieblingsgerät ist unter anderem das hier für Tapas, Pimentos, de Padron, schön mit ein bisschen Olivenöl angebraten, grobes Meersalz drüber, ein schönes kaltes Bier dabei, dann ist die Welt in Ordnung. Das brät so schön und dann habe ich hier noch so eine tolle Holzplatte, lege ich da drauf, kann es wunderbar anrichten, das sieht einfach klasse aus. Das gleiche Spiel, einmal für den kleinen Hunger in rund, sensationell. Bacon bzw. schönes Spiegelei können wir darin braten, in dem kleinen Pfännchen hier. Ich habe was vorbereitet, ein Schichtfleisch im Dutch Oven. Wir gucken uns mal an, wie das aussieht. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Lass uns mal gucken. Ja, sensationell, da freue ich mich drauf. Ich würde mich freuen, dich mal persönlich bei uns im Shop begrüßen zu dürfen. Trinken wir einen Kaffee zusammen. Ansonsten viel, viel Spaß weiter bei deinem Grillen.